Was geht ab, YouTube? Heute haben wir ein sehr besonderes Video und dieses Video nennt sich Ausrufezeichen Beatbox von Edis. Der Chat hat gerade reingeschrieben, dass das anscheinend ein Diss-Track an Twitch Deutschland sein soll. Ich bin gespannt, die Leute haben sich über Edis sehr lustig gemacht und auch dieser Typ, der Beatbox macht. Edis Beatbox. Sogar er hat sich auf TikTok Edis genannt und macht Millionen Klicks. Und alle Videos sind über eine Minute. Ja, einer presst gerade unnormal Geld irgendwo in Brasilien. Ich bin gespannt. Oh. Oh. Es war nur ein Traum, Gott sei Dank. Hey. Oh Mann, ey, mir reicht's, ey. Jedes Mal immer dieselbe, jeden Morgen, Alter. Es geht so nicht mehr weiter, Mann. Guten Morgen. Was eine Nacht, Alter. Jedes Mal immer dasselbe. Hey, du Beatboxer. Fuck. Was machst du hier, Mann? Na, wieder schlecht geträumt? Lass mich in Ruhe, Mann. Was ist das für eine sexy Dingstimme? Warum schwebt der einfach so ein Schuh? Geh irgendwo anders hin, Mann. Was wollt ihr von mir? Jeden Tag dasselbe. Seriöse Liste. Judge. Es reicht, Mann. Er sieht mir nicht ähnlich. Verdammt. Bruder, was ist das für... Edis, was hast du gemacht einfach? Was ist das für gute, alten, schlechte Zeiten? Familienbrennpunkt-Schauspieler. Verdammte Scheiße, wann checken die das endlich, Mann? Es reicht doch, Mann. Der 35-jährige Edis Tashchi kommt auf dieses Mobbing im Internet nicht klar. Wie schlimm Mobbing im Internet sein kann, stellt er euch heute vor. Lerne Pampers an. Lösung 1 wäre, du wartest, bis wieder ein Event ist. Dann sperrst du alle in einen Raum. Und dann nimmst du einen Golfschläger. Und dann nimmst du diesen Golfschläger und haust... Hey. Bruder, diese Stimme hat auch ein bisschen Aggressionsproblem, kann das sein? Hey, Bro, ich bin nicht mehr der von früher. Das geht nicht mehr, Bruder. Ich kann doch nicht auf einem Event von Eli oder so den Leuten auf die Fresse hauen. Was glaubst du, wie das rüberkommt für meine Partner? Ich bin jetzt werbefreundlich. Lösung Nummer 2. Wie wäre es mit einem Diss-Track? Aber nicht irgendein Diss-Track, sondern so ein richtig krasser, wo du es diesen Internet-Rambus mal so richtig zeigst und sie alle wegfegst. Das hört sich gut an. Hä, warum hast du nicht gleich die Idee als erstes gesagt? Naja, ich hatte die Hoffnung, dass du endlich mal richtig Golf spielen lernst. Weißt du was? Wir machen einen Diss-Track. So einen richtigen Diss-Track. Bruder, warum zittert der Kameramann aber so ein bisschen? So, ich. Und dann f***en wir alle zurück. Let's go, Bruderherz. Ich brauche einen scheiß Songwriter. Wir schreiben jetzt einen Text und f***en alle. Und dann bänge ich den und dann gehe ich. Okay, das kann interessant werden, wie ich jetzt anfange zu rappen, weil so stelle ich mir das gar nicht vor. Er hat eine maximale Stimme und wenn es hart auf hart kommt, einfach mal kurz Stimme verstellen. Ich auf den und dann. Und dann ist die Stimme sowas von da, Bruder. Boah. Scheiße, Mann, ey. Ich muss rappen. Ich fühle mich wie bei 8 Mile. Yo, was geht ab? Alles klar, Bro? Na, komm rein. Ey, Bruder, ich habe ein großes Problem, Mann. Ich schwöre dir, ich muss dir was erzählen. Da gibt es so kleine auf TikTok und dann so kleine Street-Sniper. Die posten gerade die ganze Zeit mich da und auf TikTok. Und ich will jetzt einen fetten Diss-Track schreiben. Und ich weiß, ich bin hier richtig in diesem Studio. Safe, 100%. Gib mir einen geilen Künstler, Bruder. Ich hab da jemanden. Hast du jemanden? Ja, komm, gib mal. Let's go, Bruder. Lass das Ding durchziehen. Jetzt werden ein paar Leute gef***t. Jetzt geht's los. Geht. Alles klar, Jungs, geht. Geiles Video. Was geht? Ey, geiles Ding, Alter. Es geht, Bruder. Was geht ab, Mann? Jungs, ich brauche den besten Künstler. Ich bin da, Bruder. Du bist da. Genau das will ich hören. Bruderherz, wir müssen jetzt einen Diss-Track schreiben und den Leuten mal zeigen, dass man mit Ullmann keine Späße macht. Boah, wir sind da, Bruder. Sehr stark. Wir kriegen das hin, Bro. Mit Ullmann? Wie random, einfach Bürgermeister von Ulm. Perform jetzt. Okay, ich brauche Beat und dann machen wir ein bisschen noch einen geilen Text. Und danach, let's go. Willkommen hier. Let's go. Deine Songs sind alle scheiße und das... Overacting peinlich, darum stopf ich diesem Opfer seine Fresse ohne Kleidcreme. Geil. Bruder, wer diese Line abbekommt, das war's. Ist gerade so crazy, ne? Dieser Track wird, glaube ich, echt Baba werden. Wir werden Deutschrap einfach jetzt, glaube ich, wieder retten. Lass das Ding mal durchziehen, Land. Ich hab voll Bock auf den Scheiß.
Bruder, zeig mal einmal, jetzt schaut mal den Beat an. Kannst du nur den Beat zeigen? Ich mach nur den Beat an, ja. Hört mal jetzt nur den Beat an. Und zeig Bruder. Auch das Sample, das du benutzt hast, Bro. Ja, zeig mal erst genau den. Bruder, wenn das jetzt das Beatbox-Sample ist, ist Feierabend. Wenn jetzt das Beatbox-Sample kommt, dann ist vorbei. Sample. Wallah, Bruder, David Guetta ist ein Peach geworden gerade. Das muss ich mal sehen, Bruder. Der Beat, ich schwöre, aber ich bin ein Mensch, ich achte bei Songs voll auf Beat. Wenn der Beat nicht geil ist, ich feier den Song nicht. Bitte. Und ihr habt ihr wirklich beim Beat bitte mach was es. Gas gegeben. Gib euch jetzt. Ist das Beatboxer-Sample? Nein! Geil gemacht! Geil gemacht! Wenn es schon zu diesem Thema sein soll, dann so. Ich. Hört ihr das im Hintergrund? Da hört man ganz dezent den Beatboxer. Alter, wie krass! Let's go, ziehen wir durch den Scheiß. Cool, 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 cool. Bin ich gespannt drauf, bin ich sehr gespannt jetzt drauf. Es ist der Breite. Geil. Alter, schon geil, Mann. Weißt du, was wir machen? Okay, okay. Wir doppeln die, Bro. Du musst doppeln, ja? Ja, Mann. Mhm. Edis der Breite. Mhm. Dass du immer so die Enden nochmal betont so. Mhm. Oder wir sind ja richtig mit Künstler am Start, Alter. Stark, wirklich. Hammer. Es macht auch voll Spaß, muss ich sagen. Es ist Rapper sein macht schon Spaß. Ist nicht so, so ist es nicht. Darum stopfe ich diesem Opfer seine Fresse ohne Gleitcreme. Das muss aber direkt danach kommen. Okay, und das Overacting peinlich darum stopfe. Nein. Ja. Lass so machen. Okay, wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr. Das wird ein Banger, Alter. Das wird ein Banger, Alter. Fett, Bruder. Weil du spielst Regionalliga in Bayern. Ey, sehr stark. Bruder, ich glaube, hier kommt wirklich etwas, worauf wir alle, was wir nicht so erwartet hätten. Bayern kam, das kam richtig genau. Mit Ulmer Hass. Ja, mach es öfter, dass man so ein bisschen merkt, so diese Bayern, so diese Hass. Lass mal. So ein ekliges Lachen, weißt du? Lacher, du. Edis der Breite. Schieb das mal ein bisschen weiter nach rechts, es kommt nicht so viel nach rechts. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist alles nur Spaß. Wenn der Diss-Track gleich kommt, ich küsse eure Herzen, nehmt es mit Humor, es ist künstlerische Freiheit. Ihr könnt mir gar nichts könnt ihr mir. Wenn ich will, ich beleidige jetzt sogar Bundeskanzler, ihr könnt nicht. Alles klar. Nichts machen, Bruder, das ist künstlerische Freiheit, ne? Also, Bruder. Olaf, let's go, Olaf Scholz. Ja, scheuer Kerl. Spaß. Edis. Ja. Komm raus, Bruder, du musst performen. Hey, bevor es weitergeht, lass gerne ein Abo da. Denn so wie du hier gerade siehst, haben so und so viele Leute nicht den Kanal abonniert. Ich verstehe es nicht. Du guckst die Videos, aber abonnierst nicht. Lass gerne ein Abo da und lass uns endlich die 100k knacken. Chat, sag, was Sache ist. Lux, sei endlich cool. Okay, ich komm. Okay, let's go. Ich. Du liegst schon nach ner Backpfeife im Koma und klappst dann in das Sofa zum abgefuckten Rohat. Der wenn Bruder. Der nicht liegt wieder am Tüten puffen ist, ey. Bruder, einfach fang ich, KI-Stimme. Zum abgefuckten Rohat. Der wenn da nicht liegt wieder am Tüten puffen ist, ey. Deine Dübel sind zwar dick, doch die Tüte hast du nicht. Nee. Man komm mir nicht mit Style an, weil dein Content keiner feiert. Man, ich schick dich direkt back zurück in Monte seine Eier. Oh Gott. Und Hamed Loco war ganz sicher auch mal attraktiver. Dieser Lauchmensch ist geliefert, ich geb Faustschlag auf dein Kiefer. Denn Edis ist der Breite, der den Hamed Loco haute. Dein Kiefer ist so krumm wie eine Banane an der Staude. Ich Junge, was passiert hier? Die Jordans von Weitem, du siehst mich von Weitem. Wer hat Twitch in seiner Tasche? Edis der Breite. 1,90 Meter, der Pulli ESN. Mich im Mustang und fängst an zu rennen. Ich trag die Jordans von Weitem, du siehst mich von Weitem. Wer hat Twitch in seiner Tasche? Edis der Breite. Ey, ich find's wirklich sehr gut. 1,90 Meter, der Pulli ESN. Siehst mich im Mustang und fängst an zu rennen. Energy, du ridest jeden gottverdammten Hype-Train. Optimalerweise kommt kein Content mehr, du Pfeife. Deine Songs sind alle scheiße und das Overacting peinlich. Darum stopf ich diesem Opfer seine Fresse ohne Gleitcreme. Sydney denkt jetzt auch, er wär US-Amerikaner. Ich bin breiter wie ein Mustang und du wie ein Damenfahrer. Endlich One-Punch-Man, weil ich Sydney mit nem One-Punch-Bang. Zieh durch wie ein Koks-Kartell. Mit Vita Vet schickt Sydney 2 Millionen an den Fiskus. Doch ich beend deine Karriere, so wie dein Meniskus. Willi will
das war wirklich, wirklich okay. Da waren so Punchlines und so, aber das war eine maximal gottlose Line. Das war eine, das war, glaube ich, die härteste Line aus dem ganzen Song. Hab nicht gecheckt. Wer es nicht wusste, Sidney war ja Profifußballspieler. Aber leider kam dieses Meniskusproblem, glaube ich, bei ihm. Und deshalb konnte er seine Profikarriere nicht weiterführen. Hat dann seine Karriere beendet. Deshalb diese Line. Den Fiskus, doch ich beend deine Karriere so wie dein Meniskus. Deshalb ist die hart. Willi will's jetzt wissen und hängt hart an Elis Eiern. Was für Profifußball, du spielst Regionalliga in Bayern. Mach mir nicht auf Profi, nicht mal Waldhof wollte dich. Und deine Modemarke trag ich nicht mal, wenn du's gratis schickst. Mann, ich warte wie beim Fußball schon gespannt auf deinen Konter. Was für Willi, Digga, dein verdammter Name, Niklas Sommer. Ich trag die Jordans von Weitem, du siehst mich von Weitem. Wer hat Twitch in seiner Tasche? Ed ist der Breite. 1,90 Meter, der Pulli ESN. Mich im Mustang und fängst an zu rennen. Ich trag die Jordans von Weitem, du siehst mich von Weitem. Wer hat Twitch in seiner Tasche? Beat ist der Breite. 1,90 Meter, der Pulli ESN. Siehst mich im Mustang und fängst an zu rennen. Und wenn ich wieder Beatbox, soll Mert auf diesen Beat drauf. Und nächstes Mal, da droppen wir gemeinsam einen Feed. Schau mal wieder dein Face, mit dir will niemand dein Date. Denn du bist ugly, bisschen chubby, dich will niemand hier sehen. Ich seh den Revi jetzt schon wegrennen in seinem ekeligen Netzhemd. Ey, was suchen fette Dildos hier auf YouTube vor der Webcam? Was ist das jetzt schon wieder? Deutschlands Werbebitch, für keinen Werbedeal zu schade. Dein Content ist Blamage, schneid mal lieber deine Haare. Gigant, du warst so lange weg, man dachte, du wärst tot. Dabei hast du nur geschlafen und schenkst Uber Eats Millionen. Amar 55, nein, ich hab dich nicht vergessen. Du bist alt und so gebrechlich, nein, ich kann dich nicht verletzen. Miki TV sagt, er hört jetzt mit dem Streaming auf. Dabei packt er sich die Subs und stopft sie in seinen Bauch. Scam. Dabei packt er sich die... Wir wollen nicht darüber reden. Tops und stopft sie in seinen Bauch. Scam. Und jetzt nochmal die Hook. Ah, schade. Geil, 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 geil. Ey, ich sag euch ehrlich, der war schon nice. Der war sehr nice. Man könnte denken, einfach Farid, ja, es ist halt wirklich dieselbe Stimmfarbe und das finde ich brutal. Es war jetzt nicht etwas, wo ich sage, oh mein Gott, wie peinlich, nee, lass mal. Er kann das mit seiner Stimme machen. Wisst ihr, was auch nochmal geil wäre? Wenn jetzt jeder auch auf diese Art und Weise antwortet. Stellt euch mal vor, Eldos macht einfach einen Diss-Track. Aber nicht jeder hat diese Stimme. Deshalb kann das leicht peinlich werden. Bei ihm hört sich das nice an. Bei ihm hört sich das an, als wäre es nicht das erste Mal. Und? War geil, oder? Bruder, ich schwöre, Props, ne? Also das ist ein Song gewesen. Man muss echt sagen, wirklich... Diese Leute, die das auch jetzt verdienen, komm her, mein Bruder, richtig stark. Also natürlich, wie ihr merkt, den Song habe nicht ich alleine geschrieben. Ich hatte sehr, sehr große Hilfe aus Ulm. Wir sind hier am Start. Der Bruder hat mir geholfen, er hat mir geholfen und der Bruder hat produziert. Ja, checkt den Song ab. Ich glaube, der kommt auch bald auf Spotify auf eurem Kanal. Glaube ich, machen wir das. Oder wir gucken einfach und dann lassen wir das auch auf Spotify. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Doch, diesmal schon nach einer. Okay, nochmal. Ich hoffe, der Song hat euch gefallen. War schon nice, war nice. Ist natürlich alles nur sportlich gemeint. Ich küsse jeden sein Herz und ja. Und ihr wurdet wirklich krass, wirklich krass. Ey, sag euch ehrlich, hat mir sehr gut gefallen. Ist geil, ist geil. Das ist das, was ich von YouTube Deutschland liebe. Unerwartet, aber ein geiles Projekt. Oh, Edis Abijim. Was klappt, mein Bruder? Ey, Bruder, wirklich Props, sehr nice gemacht, sehr, sehr, sehr nice gemacht, einmal Liebe für Edis. Und ich sag's hier nochmal für dich, falls du nicht gehört hast, geile Aktion, Bruder, für YouTube Deutschland, für Twitch, das ist etwas, was frischen Wind reingebracht hat. Danke, Bruder, bedeutet mir viel. Ey, Bruder, es kommt vom Herzen, wirklich, sehr geil gemacht. Auch Liebe an jeden, der da mitgemacht hat, ist sehr professionell und sehr geil gemacht. Rahm auch, Props an dich, Bruder, sehr geil geschnitten, sehr clean und geil. Freue ich mich schon auf die Spotify-Version. Ich sehe schon die ganzen Edits, wie die so Edis so wie so ein Transformer arbeiten einfach. Ich. Nur Liebe für Edis. Und sage ich schon, damit ich nicht beim nächsten Mal gedisst werde. Tschüss! Schwarze Orchideen, Bodo Mapike, Birkenberg der Bitch, ist begrenzte Rarität.